Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Wir waren letztens hier stehen geblieben, haben den Leviathan erledigt und nun geht's mal weiter. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist. Der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Ja, da hat sie recht. Ehrlich, warum sind wir, kriegen wir immer einen Arschtritt? Immer kriegen wir so einen Arschtritt. Ja, guck mal, was mal da hinten ist. Warum? Ja, perfekt. Ein Knoten, oder? Yeah, ein Energieknoten. Geht doch. Einen behalten wir, wie immer. Weil ohne Energieknoten ist sowieso nichts. Okay. 1200, sehr gut. So, da und da und da. Mal schön nachladen. Was? Yes. Habt ihr das gerade gehört? Irgendwas ist hier. Gerade vorbeigelatscht. Na, gute Frage, was ist. Wir gucken erstmal hier nach. Kanister, Straßepack. Okay, Straßepack können wir noch verkaufen. So, genau. Hey Lenny, das bist du doch, oder? Aus irgendeinem Grund ist das Schiff unter Deck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Hast du was vermischt? Nö, okay, ich nicht. Da sind wir gerade, Deck B. Ich habe einen bösen Verdacht. Sag ich doch. Nein, du kriegst es nicht. Dann noch mal. In so engen Raum. Okay, wie schön, dass wir uns erstmal hier um. Stasepack. Ich glaube, wir tun unsere Stase-Aufladung erstmal wieder aktivieren. Da brauchen wir langsam nicht, oder? Weil ich weiß nicht, was noch so kommt. Von Gegner. Yeah.
finden wir übers Spielzeug. Ich bin der Meinung, wir tun nochmal an der Straße reinschmeißen. Oh, ehrlich, was ist denn das? Oh, hallo. Ich glaube, der hat nicht sehr lange gelebt. Ich glaube, der hat nicht sehr zu lange gelebt. So, schauen wir uns von unten um. Wie gesagt, das kenne ich, wie gesagt, das lese ich schon mal an ruhigen mal durch. Ja, das ist mal ein paar Munition erstmal hab. Ein paar mal mehr, ein bisschen mehr Munition habe, ehrlich. Ich hab kaum welche. Ich hab kaum welche. Impulsgewehr. So, gut. Schön nachladen wieder mal. Eintritt Schwerelosigkeit. Die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken darauf sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinesewaffe in den Schwerkraftstrahl befördern. Nummer 1. So, gut. Also wir müssen jetzt alle... Wir müssen jetzt, oh, voll weg hier. Mein Kumpel hat es nicht so gut erlebt. Ein bisschen Munition. Lass mal ein bisschen nachladen. Ich Anomalie ja. Zerstört. Wahrscheinlich schon immer. Ach gut, hier wird wahrscheinlich schon Folge ausgefahren. Sieht schon so aus. So, darüber. So, darüber. Okay, ich muss rüber. Dahin. Dahin. Leiche ist Ehrenfeuer verbrannt worden. Erinnerung, vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Erinnerung, vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Information. Brauchen wir nicht vergessen. Ja.
braucht man mit der doppelt zu sagen, sowas, was die jetzt meinen. Erinnerung vor dem Betriebmeister zerstört. So, waren es jetzt alle oder war es jetzt nicht alle? Noch einer bleibt. Okay, gut, wo ist er? Da. Ja. Ja, zerstört. Erinnerung. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Ja. Noch einmal vielleicht. Guckt es mal oder keine Ahnung wie viel mal die das gesagt hat. So, schmeiß mal Geld. Schwerkraft wiederhergestellt. Zugang zum Kontrollraum erteilt. Hey, du da! Ja, dann! Ich hab was Neues. Credits, diese Munition. Ich habe zu viel Energiegewehr, Munition. Viel zu viel davon da. So, gut. Das muss der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker aus dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Lass mich schon nachladen und nachladen. So, lass mal Energiemunition. Wie viel Zeit habe ich denn? Das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Herbleiter Rubin hab ich noch. Okay. Energieknoten wieder. Irgendwas kommt bestimmt. Okay, gut, da bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Na gut, ich speichere jetzt erstmal. Und dann werde ich diesen Part beenden erstmal. Schauen wir noch einmal um. Nichts. Okay, das war's für diesen Part von Let's Play Dead Space. Bis zum nächsten Mal und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ruhig einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.